Willkommen zurück zu einem weiteren Stream aus Wildlife RP. Ihr kennt sicher unseren GTA 5 RP Server, wo wir ja schon einige Male waren. Und wir hatten zwei sehr, sehr spannende Dienstage, nämlich gestern und vorgestern, die uns da einiges abverlangt haben. Zum anderen ganz, ganz viele Kriminalität und natürlich wichtige, wichtige Einsätze, die viel Spaß gemacht haben. Es gab lustige, spannende und natürlich auch sehr fordernde Einsätze. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Der war safe beim Arbeitsamt. Wohin der jetzt düst, ist halt die Frage. Erster Anhaltspunkt: Hotel. Safe Hotel heißt, wir fahren jetzt runter, gleich zum Hotel, dann vom Hotel aus zum Arbeitsamt. Aber mal Daddy, ey. Komm. Alles, was geht jetzt hier. Ich will doch einen erwischen mal hier. Der Ehrgeiz ist auf jeden Fall da. Nach so vielen fehlgeschlagenen Fahndungen heute. Was will mein Chef denken, ey, wenn ich seinen Einsatzbericht setze? Ja, ich bin 10 Autodiebstähle angefahren, keine Sichtung bei allen Einsätzen. Denkt sich auch. What the fuck? Scheiße, Mann. Ja. Belastend. Und da sieht man mal direkt ein neues Feature von auf unserem Server, nämlich bei Unfällen bekommt man Schaden. Ja. Das ist richtig geil, ja, finde ich, weil Realismus. Auf der anderen Seite, genau. Dankeschön. Und die Feldtrompete gleich hinterher schießt er die. Von der Cookie Player, dankeschön. Vielen Dank für 150 Bit natürlich an Marcy und an der Cookie Player für diese super platzierten und natürlich 1:1 wahrscheinlich abgesprochenen, Sound Alerts. Richtig geil sowas, aber genau, einfach nur nö. Der Retter in Not braucht Selbsthilfe. Ja, der Retter in Not liegt da. Hallo. Ja, was ist denn passiert? Weil Auto, ich weiß nicht. Sie wissen nicht? Okay. Einsatz. Wir haben Einsatz. Wie heißen Sie denn? Last, mein Name. Hallo. Last, hallo. Wissen Sie, welchen Tag wir haben? Polizei für NZLS kommt. Okay. Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Nee, doch. Ja, also ich weiß nicht. Also warte mal. Da hat mich jemand angefunkt für die NZLS. Ich glaube, wir haben keinen Polizisten gerade. Okay. Haben wir einen? Ich weiß nicht. Ich glaube, Sie sind der Einzige, der gerade. Herr Kroh? Ja. Jawohl. Könnten Sie bitte einmal den Kopf halten? Ja, mache ich. So, mein Kollege hält einmal den Kopf. Mein Kollege hält einfach den Kopf langsam fest. Langsam. Aua. Der drückt nicht. Einfach nur okay. So, wie der Kopf gerade ist, hält er den Kopf fest. Okay? Keine Angst. Okay? Ja. Also, ja. Ich würde Sie einmal abtasten. Okay. Ist das okay für Sie? Ja, und dann die Hose noch, die beiden Hosenbeinchen. Mein Kollege hilft auf der anderen Seite einmal mit. Ja. Jawohl, die Warnweste ist noch da. Jawohl! So, tut ihm das weh, wenn ich irgendwie auf den Brustkorb hier drücke? Ein bisschen, aber. Das, ja, geht. Kriegen Sie denn gut Luft, oder? Ist da, ja, Luft ist alles gut. Ich habe nur Kopfweh. Sie haben nur Kopfweh gerade? Ja, okay. Kopfweh und ich. Wenn ich hier auf die Schlüsselbeine drücke, tut das weh? Nee, es geht. Nee. Alles klar. Dann drücke ich einmal auf Ihren Bauch. Nee, nicht gut. Wo genau? Oben. Oberbauch? Oben, links oder bei rechts? Bei den Rippen. An den Rippen, links oder rechts? Links. Herr Last, hören Sie mich schon? Hallo? Ich ziehe mal den Schlauch aus dem Hals. So. Schon raus. Also, ja. Wunderschön. Bisschen Schungelhaupt. Ja, ich ziehe sie einmal kurz in den anderen Behandlungsraum, okay? Okay. Ich nutze einmal die Trage hier, die hat hier Rollen. Ja, Sie wollten nochmal mit mir sprechen, oder? Sie wollten mit mir nochmal sprechen, aber ich wollte mit Ihnen. Wollte ich das? Herr Lehmann, wollte ich das? Ja, Sie wollten auch nochmal mit dem Wagen sprechen. Wieso wollte ich das nochmal? Wegen Ihrem persönlichen Anliegen, die Sie noch uns gegenüber hatten und auch wegen der Rechnung. Hatte ich ein persönliches Anliegen? Ja. Was denn? Die
kulinarische Verpflegung in unserem Krankenhaus. Ah, stimmt! Ja, den Fraß, den müssen sie abschaffen. Also, sorry, aber ne. Da tun sie doch am besten was bestellen oder so. Wissen sie, so von so einem Lieferservice. Pizza, das macht gute Pizzen. Problem das ist, die sind oft kalt, bis ich gegessen habe, weil ich kaum Dienst nie dazu. Ja, ist doch egal, das ist für die Patienten. Ja. Ja, denken Sie mal an ihre Patienten. Und genau, ich wollte noch fragen. Da kommt das Auto in den Null. Wie wir das mit der Rechnung machen? Also. Gibt es Mengenrabatt? noch nicht gemeint für Sie. Wie? Aktuell noch nicht, nein. Ey, Mist, ey. Aber beim nächsten Mal. Ja. Okay, vielleicht. Herr Wagner, ich nehme Sie beim Wort. Sie haben schon Ja gesagt. Das vielleicht habe ich gar nicht mehr gehört. Herr Lehmann ist mein Zeuge. Wie bitte? Ich habe gerade. Ja, sehen Sie? Sehen Sie? Sehen Sie? Sehen Sie? Okay. Ja, Herr Wagner, ich würde gern schlafen. Darf ich schlafen? Machen Sie das. Die Nacht verbringen Sie ja. Mal hier. Ja. Morgen, wenn ein Arzt oder ein höherrangiger medizinischer Mitarbeiter hier ist, wird sie nochmal angucken, wie ihre. Heilungsprozess fortgeschritten ist, wird sie dann je nachdem entlassen oder noch einmal eine Nacht hier behalten. Mhm. Wie gesagt, wie es dann halt aussieht, sieht es dann aus. Wird dann geguckt, was sie oder wie es mit ihnen weitergeht, ob sie noch eine Nacht hier bleiben müssen oder nicht. Aktuell sieht es aber gut aus, dass sie morgen entlassen werden können. Ah, ja. Schauen Sie mal, den kenne ich. Ja. Das ist er. Das ist der Herr. Wunderschön, Herr Last. Hallo. Ja, Sie schauen mir ganz schön aus wie der Herr Wagner. Genau, da bin ich. Ja, super. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's jetzt eigentlich wieder ganz gut. Muss ich Ihnen sagen. Ja, haben Sie noch Schmerzen im Becken? Ja, ich würde sagen, auf einer Skala so 2. Okay. Also, es geht voll. Es ist also nur ein bisschen merklich. Ja, Sie wissen ja, mein Chef macht mir Stress und ich habe eigentlich in 3 Minuten einen Termin. Wie soll es auch anders sein? Okay. Der gut, Stress ist auf jeden Fall normal. Machen Sie aber nicht so wie. Ich habe gelernt, ja. Herr Wagner. Ich hoffe es. Wenn ich jetzt nicht gelernt habe. Machen Sie nicht 110%. Ja, ich glaube, ich schaffe 100. Ich mache nur noch 109, okay? dann lernen Sie es halt so lange, bis Sie nur noch 100% geben. Ach, Herr Wagner. Sie kennen mich doch. Ja. Also, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Wagner. Ne? Hallo. Wir bräuchten hier dringend Unterstützung Ihrer Seite. Wir haben hier einen schweren Verkehrsunfall, einen LKW, der explodiert, sobald sich Personen nähern. Wir haben schon 4 verletzt, darunter 3 Kollegen. Komm. Verstanden, ich bin unterwegs. Geben Sie den Standort durch, komm. Aber jetzt interessiert mich viel mehr, was gerade jetzt hier dann los ist. Was da passiert. Ah, das ist hier links. Ja, genau, da müssen wir lang. Bisschen Abstand halten. Hallo? Hallo? Ah. Herr Last, ich ziehe Sie gerade raus. Super, super, super. Gehen Sie nicht zum LKW. Ja, okay, alles klar. Gibt es hier sonst noch Zivilisten in der Nähe? Sind es die einzigen? Also 3 Kollegen von mir und 1 Zivilist. Alles klar, ich hab verstanden. Dann werde ich schon mal den Verkehr da warnen, ne, dass da keiner reindüst hier, ja? Ja. Flugcheck. Check. Check. Die Leitstelle für Jackson. Hört sie kommen. Melde mich zum Dienst und bitte meinte, hallo. Verstanden, dann machen Sie am besten die 1020 und wenn Sie können, können Sie sich gleich mal mit dem Herrn Meyer in Kontakt setzen, wenn Sie wollen, komm. Ja, so positiv haben Sie eine Nummer? Positiv, gebe ich Ihnen durch. Also, wir sind auf jeden Fall sicher. Ich habe den Verkehr
komplett gestoppt. Ja, also das Problem ist jetzt, Gott. Der LKW, sobald man sich dem nähert, gibt es eine Explosion. Es gibt schon 3 von uns passiert, unerklärlich. Was? Ja, wahrscheinlich wegen dem Treibstoff, der daneben ausgelaufen ist, ne? Gott. Wegen dem Hänger. Ganz klar. Adrenalin, das ist der Wahnsinn. Morphium ist die beste Kombo, ey. Oh, ah, Herr Wagner. Verdammt. Ja. Alles gut bei Ihnen? Geht. Könnte besser. Ist auf jeden Fall noch alles dran, also. Ja, Gott im Himmel. Können Sie mich gleich noch zum Autohaus fahren, da ist jemand zusammengekloppt. Was? Sie, ja. Wollen Sie nicht erstmal sich selber verarzten dann auf weiß nicht? Wie gesagt, Morphium ist ein geiles Mittel. Okay, alles klar. Ja, kann ich schon machen, also, okay. Da liegt ja noch einer, ne? Was ist mit dem? Ja, keine Ahnung. Da kommen wir nicht hin. Sonst. Der LKW muss weg, oder wie meinen Sie? Ja, wahrscheinlich. Der 1020 wird dann jetzt immer noch Stadt 9, um das Gespräch mit dem Herrn Meyer zu klären. Kann. Sobald Sie in den LKW einsteigen wollen, gibt es eine Explosion. Okay. Ja. Hat die Leitstelle so mit. Oh Gott. Ich verstehe Sie echt schlecht. Was ist passiert? Herr Wagner, Explosion. Wir haben noch einen Einsatz. Was? Explosion? Guck mal, Die Schockwellampen tut alles. Ja, lass es wirklich, dass sie mich zum Ja, Auto was ist mit dem da? Wir können den doch nicht da lassen. Meine Kollegen regeln dann sich am Krankenhaus im Autohaus. Jawohl, perfekt, kommen Sie da weg. Sehr schön. Und jetzt habe ich richtig starke Kopfschmerzen. So. Okay, boah, können wir die kurz die Augen auslassen und gucken, ob die Pupillen gleich groß sind. So. 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 Haben wir den wenigstens abgesperrt, damit da keiner hingeht? Nein, mich hat's ja gar nicht gedacht. Dann nehmen wir vorne die Absperrung weg. Und dann passt die Sache. Bis der Treibstoff da dann unschädlich gemacht ist. Haben wir es dann erstmal geschafft. So. Herr Wagner! Herr Last. Ja, dann fahre ich Sie schnell, kommen Sie. Ich habe den Unfallort halt abgesperrt, ne? Ja, sie sind noch ganz schön fit dafür, sag ich ihnen. Oh Gott. Wir sammeln noch gleich die Leuchtfackeln ein und dann geht's weiter. Ja. Bleiben Sie gleich sitzen. Ach so. Ja, das ist mein Spielzeug. Entschuldigung. Ja, somit geben Sie ihm Ibuprofen, das soll zum ersten reichen. Ich muss kurz im Autohaus den Herrn ein bisschen Adrenalin geben und dann komme ich wieder. Kommen. So, Herr Wagner. Ja, danke. Kommen Sie mit, da drin. Ja. Da drin. Ja. Ich den hasse, ne? Oh. Ja, ich auch. Ja, danke. Jo, was ist denn? Oh Gott, was ist denn hier passiert? Was ist jetzt? So, immer. Janik muss mir hat dann in der Linkspritze für. So, was ist denn hier passiert, wenn ich fragen darf? Ja, das ist mein. Das können Sie dem hier fragen, der auf dem Boden sitzt. Der da? Zack. Sie da, kommen Sie mal bitte her. Ja. Oh Mann, das kommt, ist echt zu viel. Folgen Sie mir mal bitte. Das ist zu viel für mich. Ja, kommen Sie mal kurz mit an die frische Luft. Ja, genau. Hallo. So, kommen Sie mal hier hinter das Polizeiauto. Moment. Warum haben Sie... Hört Sie kommen? Ich bräuchte Sie mal relativ dringend, Deputy, gell? Ist das normal? Verstanden, dass Sie... ich komme sehr bald zurück. Ich habe jetzt gerade hier noch eine kurze Unfallaufnahme, komm. Ja, verstanden. Last Ende. Ja, sagen Sie mal, was passiert ist, bitte. Ich bin da im Hohen Haus und das ist sozusagen, wir haben eine Blutsbruderschaft eigentlich gemacht und ich habe ihn aus Versehen mit meiner Tür erwischt und dann ist er weggeflogen, dann ist er unter das Auto und dann also es war alles nur die Hand und dann bin ich halt über die Hand gefahren. Sie sind über die Hand gefahren. Ich bin über die Hand gefahren, ja, weil ich ja weg musste. Er lag ja sozusagen mit der Hand unter meinem Reifen. Und da bin ich halt gefahren und dann zwei Reifen durchgedreht. Wieso sind Sie gefahren, wenn die Hand unterm Reifen war und wieso im Autohaus? Ich bin erst ausgestiegen, ich bin zurückgefahren. Wir haben ihn reingezogen.
Der Mechaniker ist stark gewesen und der kann das ja, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und der kann ja, der konnte uns helfen und der hat ihn mitten von der Straße geholt, weil da gerade fast wieder jemand drüber gefahren ist. Gut. Dankeschön. Ja, reden Sie weiter. Ja. Mehr gibt's nicht. Ich habe ihn dann umgefahren sozusagen. Das ist einfach schon. Die kennen uns. Also es war ein Unfall oder was? Es war ein Unfall, ja, ja. Also es war nicht geplant, um Gottes Willen. Dann schauen wir mal, ob die Hand wieder. Noch zu retten ist. Schauen wir mal. Ja, bitte. Ich bräuchte von Ihnen meinen Ausweis bitte, aber erstmal. So, jetzt müssen wir das kurz notieren. Gut. Werner Hohenhaus. Marco? Werner, was ist passiert? Das wüsste ich auch gerne. So, hallo erstmal. Wie schaut's mit dem Herrn aus? Angeblich ist der Herr. Schmerzen in der linken Hand. Ja, ja, weil der Herr ist über ihm, ihm über die Hand gefahren. Hoffentlich genau, nichts allzu. Ich bin über die Hand gefahren, dieses Ding. Werner, was hast du gemacht? Ich hab dich mit der Tür erwischt, dann bist du nach hinten geflogen. Und dann war deine Hand unter meinem Reifen, weil ich ja ein bisschen vorgefahren bin. Und dann warst du mit deiner, ich glaube, Welches Fahrzeug war das Unfallfahrzeug? Die Stretch Limo. Die kennen Sie ja schon. Was kenne ich schon? Die Stretch Limo kennen Sie, glaube ich, schon, oder? Die Limo, ich weiß es jetzt nicht. Ich stehe hin und wieder mal vor der Polizeiwache, deswegen. Aha. Gut, ich bräuchte mal von dem Herrn, der da liegt, am besten einen Ausweis. Haben Sie den oder hat der den? Warten Sie. Ich habe noch nicht abgesucht. Warten Sie. Ja. Dass ich irgendwie ihm gebe. So, wer hat ihn jetzt? Dankeschön, ich hab ihn. Ja. Okay. Hm? Name würde mich auch mal interessieren. Ja. Johnson Marco ist der Name. J-O-N-S-O-N. Der ist zu hart für die Welt, ich schwör's dir. Soll man den auch aufnehmen? Irgendwie mag ich ihn. Ja, gut, danke, hier haben Sie ihn wieder. Dankeschön. Ja, also, Herr Johnson, wollen Sie Anzeige erstatten? Nein. Also sehen Sie das auch als einen Unfall? Ja. Okay, alles klar. Falls Sie doch noch Anzeige erstatten wollen, können Sie jederzeit zu uns kommen. Ich bin der Herr Last, Polizeikommissar, können Sie auch mit mir sprechen, ja? Okay. Alles klar, ansonsten wäre das zumindest für meine Seite hier, für die Polizeiseite geklärt. Herr Hohenhaus, ne, war glaube ich der Name? Von Ihnen bräuchte ich nochmal ganz kurz Führerschein und natürlich das Tatfahrzeug möchte ich einmal begutachten. Herr Hohenhaus, kommen Sie bitte. Werner, deinen Ausweis brauche ich aber nicht, ne? Achso, ich wollte es dem Kollegen. Herr Hohenhaus, kommen Sie kurz mit. Marco, ich komme gleich wieder, okay? Ich muss kurz noch mit dem Kollegen was klären. Zwei Leute. So. Ja, darf ich noch das da hinten ist das Tatfahrzeug. Nein, können Sie nicht. Wenn ich sage, Sie kommen mit, dann kommen Sie mit. Ja, genau, das da, das Weiße. Mhm. Okay, und da haben Sie die mit der Tür erwischt und dann sind Sie über die Hand gefahren. Ja. Ach, Spitze. Ja, Gummibärchen gibt es inzwischen auch schon hier. Schönen guten Tag. Hallo. Und dann hast du den Endpass und ist auch auf der Seite 2. Vorne rechts? Oder wo? Hey, hier an der Tür. Ja, und dann mit welchem Reifen drüber gefahren? Mit der Tür und hinten rechts drüber gefahren. Hinten rechts, okay. Warte mal, ich guck kurz nach. Auf Seite gehen. Alles klar. Sie sehen ja, das Fensterscheibe ist glaube ich kaputt. Gut, dann bräuchte ich nochmal ganz kurz den Führerschein bitte. Ja, nochmal. Ja, einen Führerschein. Nochmal? Das erste Mal, nicht nochmal. Hab ich schon. Danke. Ja, können ich Sie wieder haben. Ich wollte nur sehen, ob Sie einen Führerschein für das Fahrzeug haben. Gut, Herr Hohenhaus, fahren Sie vorsichtig und besonders bei so einem Fahrzeug, ne, das ist echt gefährlich. Ich fahre normalerweise mit diesem Fahrzeug ein paar Kilo. Vorsichtig. So. Ja gut, normalerweise. Ah, okay. Gut, auf jeden Fall, das sollte Ihnen eine Lehre sein. Seien Sie froh, wenn Ihrem Herrn da nichts Bleibendes passiert ist, ja? Ich hoffe also keine bleibenden Schäden. Wie gesagt, mein Blut rüber. Was geht einmal, Herr Officer? Was einmal geht, weiß ich nicht. Ja, dann zweimal. Zweimal? Naja. Nicht viel bei Ihnen. Ja, kann meine Strafe nicht bezahlen, weil kein Geld. Eieiei. Herr Braun, ne? Ich erinnere mich. War das noch der Autodiebstahl? Nee, nix Autodiebstahl. Sondern? Ja, Waffenbesitz und Drogenbesitz, ha? Ja, super. Da hatten wir auch das Vergnügen. Ja, kann sein. Ach, Mensch. Jason! Ja, easy. Jason, was ist denn los? Ja, du sollst eigentlich Jason Bescheid sagen, aber der kommt da. Ist Jason da? Ja, Jason! Ja. Was?
Bruderherz, gib mal 65.000 Dollar bitte. Was? Ja, ansonsten bin ich im Knast, Mann. Was hast du gemacht? Ich kann der hat am 12.11. illegalen Drogenbesitz und eine illegale Waffe bei sich geführt und hat die Strafe dafür noch nicht bezahlt, die jetzt überfällig ist. Wie lange muss er in den Knast? Wie lang? Kommt drauf an. 35 Hafttage hat er schon ausgesessen. Er müsste dann eine komplette Ersatzfreiheitsstrafe für jeden einzelnen Dollar antreten. Das wird relativ lang. Ach du Scheiße. Oder wir machen einen Zwangseinzug. Das würde aber alles gefändet, was er hat. Ach du Scheiße. Wenn das überhaupt reicht. Das kommt dazu. Ich hoffe jetzt erstmal, dass der es BMW reicht. Ist nicht so groß. Und der ist voll stark. Klein. Ja, voll kleiner 5er BMW. So, dann können Sie jetzt einmal... Ich weiß nicht, so mit Steuerbeamten, gehen wir jetzt mal rüber. Da hinten ist Geld auf dem Markt. Ey, heute ist ja was los. Hin. Können Sie ihm das geben, dann ziehen Sie das aufs Konto und überweisen das der Polizei. Und dann ist die Sache gegessen, okay? Aha. Der hat mit seinem Aha. Ich finde das schon lustig. Also der Geldautomat ist 20 Meter, ne? Dann würden Sie jetzt nicht mehr im Auto fahren. Also ich hatte vorhin eine Explosion überlebt. Alles gut. Du kriegst alles wieder. Aber in Raten, bei dir kann ich das hier machen, ha? 10.000 am Tag, ha? Ja, das ist easy, dann 20.000 am Tag. Er hat das Hör vergessen. Voll geil. Ja, ne? Ja, dann. So. Ja, wie viel waren das genau? 140. Okay. Ach du Scheiße, Mann. Scheiße, ich hab nur Scheiße am Stecken, ey. Yassin, was machst du denn für Sachen, ey? So, warten Sie mal. Ich mache Ihnen die Handhelme ab, sonst können Sie ja gleich die Tasten nicht bedienen, ne? Dann, so. Jetzt nicht zappeln, Yassin, sonst tut's weh. Die Handschellen schneiden ein bisschen, die sind schon ein bisschen so. Besser so? Aha. Geh mal zu Lukas, Lerstin. Dann können Sie jetzt die Tasten bedienen. Ja, Ehrenmann. Der macht Sachen, ne, das ist ein 5er BMW gewesen. Gibt's doch gar nicht. Der neue sogar. Und die sind echt riesen Schiffe. Willkommen in Los Santos, sag ich nur. Ah, da kam die erste scheinbar. Ja, und da ist auch schon die zweite. Ja, ich schau mal nochmal nach. Kommen Sie nochmal her, genau. Kommen Sie nochmal bitte her. Oh, da sind Sie. Dann gucke ich nochmal ganz kurz im System, ob jetzt auch wirklich alles bezahlt ist. Aha. Ja, aber ich hab nichts mehr. Das wurde ja gerade schon durch den Kollegen so bestätigt, ne? So, dann gucken wir mal. Alles klar. Das sieht gut aus. Ja, easy. Wie gesagt, dann sehen wir jetzt in der Polizeikasse. Gucken Sie, dass Sie das bezahlen. Jax. Ja, pünktlich, vielen Dank. So, warten Sie, ja, jetzt warten Sie ganz kurz, damit wir das jetzt auch komplett haben, hake ich Ihnen jetzt alles ab, damit Sie auch keine andere Kollegin mehr dafür anschwärzt, ne? Aha. So genial. Aha. So, dann haben Sie jetzt auch bei uns offiziell alles bezahlt und das ist auch im System so eingetragen, ne? Ja, ich küsse deine Augenbrauen. Das lassen wir dann lieber, aber gern gemacht, ne? Denken Sie einfach dran, nächstes Mal bezahlen. Jetzt haben Sie ja auch gehört, ansonsten wird es echt blöd, ne? Aha. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Als freier Mann. Ja, Mann. Oh, Papa. Guten Tag dir. Dankeschön, Dave, für deine Tequila-Trap. 300 Bits und es war laut wie sonst was. Aber es hat eigentlich ganz gut gepasst zum Walkstyle von uns hier. Der hätte das nie bezahlt. Nee, hätte er nicht. Der hat das nie bezahlt. Ja. Ja, aber so, gucken Sie mal, bevor wir da jetzt Stress mit 4 Leuten anfangen. Ja, ja. Und den auf Krampf mitnehmen. Nee. Lieber einmal so. Lieber die 140 auf die Kralle, ne? Ja, so sieht mein Gehalt aus. Ist gedeckt für die nächsten Monate. Das ist ja nicht das Einzige. Ja, das ist schon wichtig. So, ich fahr jetzt nochmal kurz zum Autohaus vorbei, ne? Machen Sie da sind ja so viele vorbeigefahren. Dann gebe ich mal in Richtung PD. Ich muss da noch ein paar Sachen ausarbeiten wegen. Jawohl. Personalangelegenheit. Jawohl. Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself?